Seit fast 3 Wochen haben wir es hier in Deutschland mit dieser unbeständigen, windigen und sehr, sehr nassen Witterung zu tun. Und ja, so golden der Herbst vorher war mit dem leuchtenden Laub in der Sonne, so vorangeschritten ist der Herbst jetzt und jetzt fängt eben das Laub der Bäume an zu fallen. Und sollte das so weitergehen, werden die meisten Blätter der Bäume in den nächsten Tagen zu Boden gefallen sein. Also, das Laub fällt und der Herbst bleibt so momentan, was die Witterung angeht, wie bisher. Schauen wir uns hier anhand der Wetter- und Temperaturkarte von Europa. Hier toben sie, die 2 Zentraltiefs vor den Toren Europas. Einmal die Reste des Orkans von Mittwoch, Donnerstag über Frankreich und jetzt zum Wochenende hin ein würdiger Nachfolger, was Sturm und Regen angeht. Vielleicht nicht ganz so heftig, aber trotzdem so mächtig, dass dieses Zentraltief hier am Wochenende weite Teile des Kontinents beeinflusst und schönes Wetter oder gar ein Hochdruckgebiet suchen wir vergebens. Stattdessen ist der Luftdruck in vielen Teilen des Kontinents sehr, sehr erniedrigt. Hier in Deutschland liegt er jetzt am Wochenende teilweise unter 980 Hektopascal. Das sind 30 Hektopascal weniger als normal. Und deswegen am Samstag beispielsweise im gesamten Westen der Republik ist es schon von den Morgen- und Vormittagsstunden an bewölkt und dieses Wolken- und Niederschlagsgebiet wird umso breiter, je später es wird. Es gibt 2 Regionen, wo die Sonne tapfer dagegen hält. Einmal ganz im Osten an der Grenze zu Polen, Lausitz beispielsweise in weiten Teilen von Brandenburg, aber auch in Südostbayern, Niederbayern, dort bleibt es ebenfalls bis zu den Nachmittagsstunden weitestgehend ja, locker bewölkt und eben auch weitestgehend trocken. Also abgesehen von diesen 2 sonnigen Phasen gibt es sonst am Samstag eben meist nur Wolken, Wind und Regen. Der Wind frischt wieder auf mit Sturmböen in den Mittelgebirgen und das Ganze eben mit Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad. Das sind die Standardwerte am Samstag. Am Sonntag ist es eigentlich mehr oder weniger überall im Lande dicht bewölkt. Es fällt immer mal wieder Regen und Sonne ist nur selten. Also es gibt so ein paar Regionen wieder, wo die Sonne etwas häufiger zum Vorschein kommt. Einmal direkt an den Alpen und eben auch wieder an der Grenze zu Polen. Diese Region dort im Osten ist ein bisschen bevorzugt jetzt an diesem Wochenende. Aber auch da kann es im Tagesverlauf ein bisschen regnen. Temperaturmäßig liegen wir ähnlich wie am Samstag bei 7 bis 13 Grad. Sollte die Sonne ein paar Minuten länger scheinen, dürften 14 oder 15 Grad hier beispielsweise rund um Berlin auch erreicht werden. Auch in der neuen Woche ändert sich an dieser Wetterlage nichts. Vom Atlantik kommt ein Tief nach dem anderen, bringt uns Wolken, Wind und Regen und deswegen brauchen wir noch Geduld, was schönes Wetter angeht. Wir haben es weiterhin mit dieser windigen Regenwetterlage zu tun. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.